einen vernünftigen Gaming-Monitor zum vernünftigen Preis finden. Und zwar habe ich hier einen Gamer-Monitor, das ist der Acer Nitro VG270S, ein 27 Zoll Monitor im 16:9 Format und der hat hier sogar ganz was Cooles, und zwar hat er ein IPS-Panel und nicht hat er nur irgendein IPS-Panel, ist ja hier ein ganz unscheinbarer Karton, aber er hat ein schnelles IPS-Panel. Das ist auch noch was, was mir hier bei diesen Acer Gaming Monitoren so ein bisschen aufgefallen ist, zumindest bei dieser VG-Serie, Nitro VG-Serie, dass es da wirklich extrem viele verschiedene gibt. Und wir müssen jetzt hier, wenn ich jetzt hier mal gucke, zum Beispiel dieses zweite Modell haben. Und ihr seht, umso weiter ihr nach höher geht, werden dann, wenn ihr auch mal die Preise vergleicht, werden die Preise dann auch etwas teurer werden. Und wir schauen mal hinten noch auf die Eingänge. Also ihr seht, ihr habt ihr HDMI da dran. Das ist ganz cool. Und auch DisplayPort. Wir bauen den einfach mal auf und vergleichen den mal so ein bisschen. Und dann mache ich auch mal die anderen vielleicht noch, wenn ich die anderen mal besorgen kann. Los geht's! Super, und dann mal ab auf den Schreibtisch hier mit dem Acer Nitro Monitor. Wie gesagt, es gibt verschiedene Modelle davon. Und ich habe hier einmal eine Variante mit IPS-Panel, die sehr, sehr schnell ist. Ein bisschen das Verpackungsmaterial ab. Wir gehen jetzt hier wirklich nur ganz schnell durch. Und nehmt euch vielleicht eine weiche Unterlage oder Hilfe zur Hand, wenn ihr das hier abmacht. Legt den Monitor ab. Der Standfuß wird unten so eingerastet. Ist ein bisschen anders, ist ein bisschen ungewöhnlich. Der ist halt nicht höhenverstellbar, der Standfuß. Gebe ich euch am Ende des Videos auch nochmal einen Tipp. Hier mal mit der Hand vorarretieren. Dann wichtig immer noch mit dem Schraubenzieher festziehen, damit es ordentlich sitzt und nichts locker ist. Und dann schauen wir uns noch die Kabel an und können wir mit dem Review eigentlich schon durchstarten. DisplayPort-Kabel ist dabei, das finde ich gut. Ja, DisplayPort benutze ich immer lieber als HDMI, weil das einfach mehr Daten übertragen kann. Und dann haben wir noch zwei verschiedene Netzstecker. Einmal für Deutschland und scheinbar hier für England. Ausgezeichnet! Und ein wichtiger Kritikpunkt, der mir jetzt bei diesem Acer Nitro Gaming Monitor aufgefallen ist, ist zum Beispiel, dass es natürlich ein 27 Zoll Monitor ist mit ja, einem sehr schnellen IPS-Panel. Seht ihr da. Aber natürlich sind der Paneltyp und die Monitorgröße in Zoll ja nicht nur die einzigen ausschlaggebenden Faktoren, sondern ich blende euch mal hier unten ein, das ist ganz interessant. Da könnt ihr nämlich sehen, es gibt verschiedene Acer-Modelle. Wir haben jetzt hier den mit dem Stern markiert, also der zweite von oben, den Acer VG270S. Und ich würde euch fast schon empfehlen, weil der hier nur eine geringere Auflösung hat, nämlich das Full HD, würde ich euch quasi empfehlen, einen weiterzunehmen, hier den dritten von oben, den VG270UP, denn der hat gemessen an den 27 Zoll 16:9, den wir haben, hat er einfach eine höhere Auflösung. Würde ich sagen, während wir hier mal ein Game aufmachen, blende ich euch hier an der Seite mal ganz kurz ein. Das wäre so meine Empfehlung, wenn ihr 24 Zoll habt, ist Full HD okay, aber sobald ihr 27 Zoll habt, meiner Meinung nach, ist WQHD da angebracht. Wir kommen jetzt mal zurück hier zu Titanfall, ein sehr cooles Spiel, was man hier gut zum Testen verwenden kann. Und ihr seht, der Vorteil ist natürlich jetzt, wenn die Auflösung so gering ist, das wäre jetzt halt ein Pluspunkt bei dem Monitor, die Auflösung ist nicht ganz so hoch. Gut, man sieht jetzt hier ein paar Pixel, aber man kann immer noch sehr schön damit zocken, auch mit einer hohen Bildwiederholrate. Und selbst wenn ihr jetzt nicht den neuesten Rechner habt, also ich blende euch hier mal meinen Rechner ein, der hat noch eine ganz okaye Ausstattung und eine Radeon RX 580. Aber ihr wisst, Grafikkarten sind schwer zu bekommen. Also so eine Art Monitor 27 Zoll mit einer Full-HD-Auflösung wäre halt praktisch, weil es einfach ressourcenschonend und ihr dann trotzdem alles auf hoch spielen könnt, selbst wenn der Rechner nicht ganz so schnell ist. Umso höher die Auflösung und umso mehr die Bildwiederholrate. Hier ist auch noch so eine ganz interessante Grafik, könnt ihr halt sehen. Umso mehr Ressourcen, umso mehr Rechenleistung werdet ihr dann immer benötigen. Und deswegen beim Monitorkauf auch immer so ein bisschen berücksichtigen, was für Hardware habt ihr denn genau. Dann kriegt ihr so die besten Ergebnisse dabei raus. Ja, und Titanfall, sehr cooles Spiel, was, wenn man das hier zockt, auch sehr, sehr viel Spaß macht. Und wie gesagt, die Ressourcen werden natürlich geschont, wenn das jetzt hier 4K wäre. Ist natürlich klar, 4K-Auflösung braucht sehr viel Rechenleistung und wenn dann noch zusätzlich zu hoher Auflösung, umso höher die Auflösung ist, noch schnellere, die doppelten Frames gerendert werden müssen, dann ist es natürlich für Rechner extrem anspruchsvoll. Deswegen sehr gut und mein Fazit zu diesem Acer Nitro Monitor ist natürlich ganz klar, er ist ein guter, günstiger Einsteiger-Gaming-Monitor mit IPS-Panel.
der aber leider keinen höhenverstellbaren Standfuß hat. Das könntet ihr mal berücksichtigen. Wäre vielleicht ganz praktisch, könntet ihr auch mal überlegen, vielleicht mit so einem Monitorarm zu arbeiten, denn hinten ist ja so eine Halterung dran, wo ihr das ranmachen könnt. Wäre meine Empfehlung, mal nach einem Monitorarm zu schauen. Und dann zweite Empfehlung, natürlich gibt es hier verschiedene Versionen davon, blende ich euch hier auch noch mal ein. Und ich würde euch lieber eine Version, die quasi die dritte von oben empfehlen, weil ihr da den Vorteil habt, dass der ja hier nur Voll-HD hat mit 27 Zoll, das ein bisschen wenig fand. Ich euch empfehlen würde, lieber die WQHD-Auflösung zu nehmen. Nur wichtig, es gibt halt, die heißen alle Acer Nitro, aber es gibt halt ganz viele verschiedene Versionen davon. Und nicht von den Zahlenkürzeln täuschen lassen, dass ihr aus Versehen den falschen kauft. Ansonsten cooler Monitor, spart die Ressourcen beim, die Systemressourcen beim Gaming. Wahrscheinlich am besten für, oder ist am besten meiner Meinung nach, für Rechner, die ein bisschen leistungsschwächer sind, wenn ihr günstig geben wollt. Und ja, toll, dass ihr eingeschaltet habt. Lasst mich mal wissen, was ihr noch für Monitore sehen wollt. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Und weil du dir gerade das Video angeschaut hast, kann ich auch einen Vergleich zu anderer Hardware interessieren, wie hier zum Beispiel diesen Curved LG Monitor. Seht ihr ja, habe ich ja mit Videoschnittsoftware getestet. Bringt richtig viel extra Platz und Arbeitsfläche im Vergleich zu so einem klassischen nur 24 Zoll 16:9. Also diese 21:9 Curved Monitore sind echt ziemlich hammerkrass. Nicht nur für Videoschnitt, sondern besonders auch für Gaming. Habe ich auch einmal angetestet. Also super immersives Erlebnis. Bis zum nächsten Video. Ciao.